Liebe Mitglieder, ich bin Inken Gräfin von Platen-Hallermund und lebe mit meinem Mann Sebastian und meinen Kindern Clara und Maria in Ostholstein auf einem Gutshof. Wir haben dort viele denkmalgeschützte Gebäude, die wir in den letzten Jahren saniert haben und umgenutzt haben. Unser Gutshof steht heute auf verschiedensten Standbeinen. Wen es interessiert, kann gerne mal reinschauen unter www.gut-friederikenhof.de oder www.friedenoppenkliff.de. Oder kommen Sie einfach mal vorbei. Ein Wirtschaftszweig ist der Pferdebetrieb. Hier fröne ich meine Leidenschaft, aber wir haben auch ganz klar einen Anspruch auf Wirtschaftlichkeit. So bin ich groß geworden. Meine Eltern, mütterlicher als auch väterlicherseits, haben schon seit Generationen Holsteiner Pferde gezüchtet. Hinter der Treppe stand ich früher im Haselau und habe den Hengsten beim Decken zugeschaut. Contender, Laval. Wir kannten die Hengste so gut wie unsere Stuten. Das war eine unserer Stärken der Holsteiner Pferdezucht. Die Zeiten ändern sich, aber die Stärken müssen wir uns erhalten. Wir müssen den Züchtern optimale Informationen geben über die Hengste, die Hengstmütter und die Vererbung. Die lineare Beschreibung der Stuten, langfristig die Gesundheitsdatenbank, werden dazu beitragen. Gutes Züchten durch gute Informationen, das ist mir wichtig. Das Mitwirken im Vorstand des Holsteiner Verbandes sehe ich zudem als eine große Chance, Angefangenes weiterzutragen. In 15 Jahren Jugendarbeit beim Holsteiner Verband haben wir viel Potenzial geschaffen. Menschen, die ehrgeizig, zielstrebig, weltmeisterlich und engagiert sind. Menschen, die nicht nur Kompetenz haben, sondern auch bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Mein Wissen um diese jungen Menschen, ihre Talente, ihre Wünsche, möchte ich gern in die Vorstandsarbeit einbringen. Aus Städtern wurden Züchter. Das mag einem unheimlich vorkommen, aber das ist unsere gemeinsame Zukunft. Alt- und Neuzüchter bilden gemeinsam unsere Züchtergemeinschaft. Sich gegenseitig nicht als Konkurrenz sehen, sondern Bewusstsein für die gemeinsamen Stärken schaffen. Dafür setze ich mich ein. Die Niederländer sind geschickte Geschäftemacher. Auch ein Paul Schockemülle besitzt den Instinkt. Aber das muss uns nicht einschüchtern, das muss unseren Ehrgeiz wecken. Weltweit ist die deutsche Reitausbildung gefragt. Training schafft Bindung. Die Verbandsanlage in Elmshorn bietet Top-Trainingsmöglichkeiten. Die Heroen der Holsteiner Pferdezucht sind hier zu Hause und Historie. Ideal, den Spirit für das Holsteiner Pferd dem Kunden zu vermitteln. Es juckt mich förmlich, in den Fingern zu unterstützen, ein gutes Konzept für die Verbandsanlage zu entwickeln und uns um Fördergelder zu bemühen. Zudem stehe ich hinter einer starken Verbandshengsthaltung. Wir sind der Holsteiner Verband, jedes einzelne Mitglied. Und es sind unsere Hengste, und darauf können wir stolz sein. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und das macht uns unabhängig für die Zukunft. Unsere Holsteiner Stärken sind Typ, Bewegung, Springen, korrektes Fundament, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft. Zuchtverbände weltweit nutzen unsere Gene für ihre Zuchten. Wir müssen unsere Stärken weiter pflegen. Mein Gehör gilt dem Züchter für den internationalen Springsport, genauso wie dem, der ein schönes Reitpferd züchten möchte, oder ein leistungsstarkes Dressur- oder Vielseitigkeitspferd. Auf mehreren Beinen stehen wir besser als auf einem. Einer großen Gemeinschaft mit einer Vielfalt an Interessen eine Heimat geben. Dafür engagiere ich mich gerne im Vorstand des Verbandes der Holsteiner Züchter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.